Aloha, Freunde der PlayStation und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, dass viele neue Infos zur PS5 ans Licht gekommen sind, gestern, als so viele Reviews zur PS5 bereits veröffentlicht wurden. Nun, wir wollen uns mal anschauen. Ich habe hier auf Forum einen Post dazu erstellt und mal die wichtigsten Infos zusammengetragen, über die ich jetzt sprechen möchte. Was haben wir für Infos? Nun, zum einen dauert der Start der PS5, das heißt, die PS5 war komplett ausgeschaltet und das Ganze dauert zum Starten dann eben 14 Sekunden, das ist ein sogenannter Cold Boot, also Kaltstart, und aus dem Rest Mode dauert es 7 Sekunden zum Starten. Man kann sich entscheiden, möchte man die PS5 standardmäßig in den Rest Mode packen oder lieber komplett ausschalten. Und der Unterschied ist zum einen eben, dass der Start dann eben schneller funktioniert. Zum anderen verbraucht man im Rest-Modus aber eben auch 1,5 Watt Strom. Der Vorteil ist aber noch beim Rest-Modus zum Beispiel, dass man die PS5 aufwecken kann. Zum Beispiel beim Thema Remote Play, ja, also die Remote Play App wurde ja schon aktualisiert und so ist es zum Beispiel möglich, dass ihr, wenn ihr beispielsweise unterwegs seid, ihr seid irgendwie bei einem Kumpel und wollt jetzt mit der PS5 zocken, die aber bei euch daheim steht, dann könnt ihr die PS5 quasi starten von dort aus und dann eben Remote Play machen und bei eurem Kumpel PS5 zocken, wobei die PS5 bei euch zu Hause steht. Das ist ziemlich cool, finde ich. Nächste Info, das UI läuft in 4K und HDR, hat aber keinen Support von VRR, ALLM und 8K, obwohl man mit 8K wirbt. Und wir wissen noch nicht, ob dazu eben noch ein Update kommt am Launchtag. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es immer weniger Argumente für HDMI 2.1, weil wenn die variable Refresh Rate zum Beispiel auch nicht funktioniert und eben die 120 Hertz kaum erreicht werden, gibt es immer weniger Gründe, auf HDMI 2.1 zu setzen. Ich plädiere ja immer wieder dafür, wenn ihr knapp bei Kasse seid, dann holt euch einen HDMI 2.0 Fernseher oder Bildschirm. Damit spart ihr jede Menge Geld und brauchen tut man eben HDMI 2.1 eher nicht. Es sei denn, ihr legt wirklich sehr viel Wert auf Competitive Gaming und ja, braucht unbedingt die 120 FPS, die irgendwie von 2-3 Spielen unterstützt werden. Die Konsole läuft sehr leise, sogar extrem leise und ist kühler als die Xbox Series X. Die PS5 hat ja ein sehr ausgeklügeltes Kühlungssystem mit Liquid Metal und es gibt auch ein Video dazu. Wollen wir mal schnell reinschauen? Ja, man hört quasi nichts mehr. Wenn man ganz nah rangeht, hat man so ein kleines bisschen. Aber wie ihr seht, das Ding ist unglaublich leise. Und das ist auch, was alle Tester betont haben. Die PS5 ist wirklich kaum wahrnehmbar. Wenn man, sogar wenn man eben so ein aufwendiges Spiel spielt wie Spider-Man Miles Morales. Gehen wir zurück rein. Die PS5 zieht 30 Watt mehr als die PS4 Pro. Das hält sich in Grenzen, insbesondere wenn man mal überlegt, was ein PC so verbraucht an Strom. Da sind ja wesentlich größere Zahlen im Spiel bei den Netzteilen. Dann eine etwas ernüchternde Nachricht. Und zwar können PS5-Spiele nicht auf eine externe Festplatte ausgelagert werden. Ihr könnt ja an die PS5 via USB eine externe Festplatte anschließen und da zum Beispiel PS4-Spiele eben draufschieben und PS4-Spiele auch von dieser Festplatte aus starten. PS5-Spiele brauchen aber eine SSD. Nun war das ja schon länger bekannt, man ging aber bisher immer davon aus, dass man PS5-Spiele auf die externe Festplatte verschieben könnte, damit man die eben nicht nochmal neu herunterladen muss. Die Spiele können ja trotzdem sehr groß sein und wenn man kein so gutes Internet hat, dann hätte man sich an der Stelle einiges dadurch sparen können. Nun haben wir aber erfahren, Sony hat bekannt gegeben, das funktioniert nicht.
Und ja, das ist ein bisschen schade. Man hat das gemacht, um die Spieler nicht zu verwirren. Ja, also es ist vielleicht von der User Experience etwas intuitiver, dass das nicht funktioniert. Sonst hätten vielleicht einige denken können, ich kann das jetzt auf die externe Festplatte packen und von dort aus starten. Aber das funktioniert eben natürlich nicht, denn PS5-Spiele sind natürlich auf die extrem schnelle SSD angewiesen. Der DualSense Controller hält etwa 6 bis 7 Stunden durch. Die Angaben, die da kursieren, variieren zum Teil aber auch. Teilweise wohl sogar bis zu 13 Stunden bei Spider-Man Miles Morales. Ich denke, das sind ganz akzeptable Zahlen. Die Abwärtskompatibilität wurde durchwegs sehr gelobt. Spiele laufen generell viel flüssiger und laden deutlich schneller. Wobei man sagen muss, dass dafür optimierte Spiele, sowas wie Spider-Man Miles Morales, nochmal deutlich schneller laden. Ja? Bei Spider-Man Miles Morales sprechen wir ja über 7 bis 9 Sekunden Ladezeit. Oder vom Menü in-game unter 2 Sekunden, was unglaublich ist. Das hat man bei der Abwärtskompatibilität leider nicht. Aber die Ladezeiten sind schon deutlich besser. Ungefähr 50% würde ich mal sagen. Spiele-Downloads funktionieren auf der PS5 deutlich schneller als bei der PS4. Bis zu 10-mal schneller, was ich gesehen habe. Die PS5 hat einen freien Speicher von immerhin 667 GB. Das heißt, wir können das ja mal schnell rechnen. 667, 158 GB, also ungefähr 150 GB gehen für das UI bzw. für das Betriebssystem drauf von der PS5, was deutlich weniger ist als bei der Xbox zum Beispiel. Die PS5 speichert eure Spielzeit, ihr könnt also immer sehen, wie viel Zeit ihr mit welchem Spiel verbracht habt. Ähnlich wie man das zum Beispiel von Steam kennt, finde ich ein sehr cooles Feature. Dann noch eine kleine Info zu Spider-Man Miles Morales. Das Spiel dauert von der Story her ungefähr 12 Stunden und wenn man auf 100% durchspielen möchte, rund 17 Stunden. Also ganz passable Zahlen, würde ich mal denken. Ich bin ja sowieso Fan von eher kürzeren Spielen. Ich mag das gar nicht, wenn ich irgendwie 40 Stunden dasselbe Spiel spielen muss. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr lieber mehr Spielzeit? Gerade wenn man 80 Euro ausgibt, hat man ja doch ganz gerne mehr. Wobei eben Spider-Man Miles Morales eben auch nur 60 Euro kostet. Das war's auch schon mit den Infos für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Noch eine kleine Info am Rande zu meinem PlayStation 5 Gewinnspiel. Es gibt so ein paar Helden unter euch, die meinen, sie hätten bessere Chancen, die PS5 zu gewinnen, die ich verlose, wenn sie sich einfach mehrere Accounts erstellen auf der Website und dann fleißig Kommentare schreiben. Und ich muss leider sagen, nein, das funktioniert nicht. Ich sehe, wenn ihr euch mehrere Accounts erstellt, also bleibt bitte fair und nehmt nur einmal an dem Gewinnspiel teil. Ansonsten werdet ihr disqualifiziert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und abonniert den Kanal für mehr Videos zu PS5. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian und das war PS Let's Play. Wir sehen uns auf forum.de. Ich bin raus, macht's gut.